Schätze mal, wir sollen den Leuchttropfen da folgen. Oh, wir können die mitnehmen. Yggdrasils Abklingzeit-Tau. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Abklingzeit dauerhaft um 2 erhöht. Dankeschön. Da beschwere ich mich ja gar nicht. Ha? Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Was ist denn, Junge? Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war böse. Oh, Kratos macht sich voll Sorgen. Würde ich mir aber auch in dem Moment. Sieh mal, sollten wir mit ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf, also gehen sie uns nichts an. Aber sie gehen uns nichts an. Bis jetzt war es aber auf unserer Reise eigentlich ganz gut von Vorteil, wenn wir anderen geholfen haben. Sieht einfach so cool aus hier alles. Mega schön. Ich meine, auch sehr blutig, weil ist ja Krieg und so, aber an sich landschaftstechnisch sehr nice. Wenn auch in... Sieh dir das an. Das muss der Ringtempel sein. Wenn auch ein bisschen neblig, wollte ich sagen, aber der war nur für den dramatischen Effekt. Wow. Machen die Nordlichter? In Alfheim kennt man auch Sandschalen. Dann habe ich gerade Sandalen gelesen. In Alfheim hat man auch Sandalen. Was wird gefragt? Ohne mich oder in mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Aber ich sehe hier nirgendwo Runen. Wir müssen die Antwort finden. Zurück zum Boot. Bis jetzt habe ich noch keine Idee. Wie schön. Traurig, der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Du hast in Kriegen gekämpft. Nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe. Überleben oder Gewinn. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Stampft irgendwer Schweres. Und da fliegen schon wieder so Nachtmarr-Viecher. Aber hier haben wir auch wieder so einen Raben. Ah! 10 von 51. Da übersehe ich garantiert einige. Folgen mir, Atreus. Bin unterwegs. Dann mal los. Vorsicht, über die. Nö, nix mehr los. Da war doch irgendwas, was ich anschlagen konnte, aber ich kann ja vom Boot aus nicht hauen. Der Junge kann noch keine
So ein Ding war da. Ach, das sind die hiesigen hängenden Töpfe, okay. Tragen also schon mal nichts zur Lösung des Rätsels bei. Was bist denn du für ein Dicker? Einer, der jetzt tot ist. Kein Bestiariumseintrag? Hatten wir den schon mal? Hey, könnte kostbar sein. Kriegsbeute haben wir hier, okay. Ah, von hier kann ich das kaputt hauen. Aber jetzt ist es untergegangen. Hm. Und da hast du mich erschreckt, Mistvieh. Hinter dir. Da hat sich der Schildschlag schon mal gelohnt. Boah, aber habt ihr diesen Reflexkonter gesehen, ey? Was bin ich gut? Okay, da müssen wir von. Der Seite? Ne, von der ganz irgendwie da drüben. Passt. So rum. Aha, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Die Axt macht ja immer so einen leichten Bogen nach rechts, wenn wir die wieder rufen. Das muss man mit allen Eilen kalkulieren. Ist das? Ach, von hier oben hätten wir das Ding auch abwerfen können, okay. Jetzt hier. Rasender Frostriese, schwerer Runenangriff. Drei mächtige Schmetterschläge, die Gegner in die Luft schleudern. Jetzt haben wir dieses auf den Boden lagen, was halt mega Frostschaden macht. Und das macht halt einfach so voll Schaden. Das macht halt hauptsächlich Frost und das andere macht hauptsächlich Schaden. Nehmen wir das. Die gleiche Abklingzeit ist beides Bereichsschaden. So. Was gibt's jetzt hier hinten noch? Ah, wieder so eine Tür, die wir noch nicht aufkriegen. 3 von 7 gefunden, okay. Die gibt's also auch in den anderen Welten verstreut. Ah, man kann das auch noch aufheben. Gut. Aegis Gold. Oh, also nicht nur Hacksilber. Aber wie Sindri sagte, Mutterbeine-Kriegerin. War sie auch in einem Krieg? Sozusagen. Ihre Familie wurde von feindlichen Rivalen getötet und nur sie überlebte. Sie wurde zur Kriegerin. Doch ihr Krieg war das Überleben. Sich allein einer gnadenlosen Welt zu stellen. Und darum bat sie Sindri und Brock um die Axt? Sie war stark genug für eine solche Waffe und weise genug, Gutes zu tun. Sie machte es sich zur Aufgabe, die Schwachen zu schützen. Dann half sie den Alben? Nein. So, da vorne konnten wir wieder anlegen, aber ich gucke mich hier erst noch mal kurz um. Der See scheint hier in so Segmente aufgeteilt zu sein. Können wir hier noch irgendwo was machen? Da können wir doch anlegen. Bereich entdeckt. Lichtalben, Heiligtum. Da ist irgendein Hebel. Und da sind Mistviecher.
hinten. Ach, da oben ist noch einer. Gut, alle tot. Da muss ich, glaube ich, von da oben aus werfen. Wie komme ich da hoch? Irgendwie komme ich doch da hoch, bestimmt. Wie halte ich die Tür offen? Das sieht irgendwie cool aus. Wie halten wir die Tür da offen? Müssen wir da einfach nur sehr schnell sein? Jo, das geht. Mistviecheralarm! Ja, lass mich blocken üben. Oder halt nicht. Geht auch. Okay. Da geht's wahrscheinlich immer wieder auf. Beziehungsweise nicht, weil da dieses Gammelzeug klebt. Okay. Da ist zugegammelt, Jung. Da geht's nicht weiter erstmal. Ach, hier war das, wo wir diese Lichtalben gesehen haben. Okay, also irgendwas hat... Irgendwas war richtig anscheinend. Welche Gongen? Sind die da? Zwei von drei? Da fehlt aber noch irgendwo eine. Ach, hier oben wahrscheinlich. Genau. So, werden wir noch zum Glockenspieler. Der Glöckner von Alfheim. Äpfelchen. Wir haben schon wieder 2 von 3. Das ist ja Wahnsinn. Das geht ja fix hier. Okay, und von der Seite hier können wir die Tür nicht aufmachen, weil wir ja das... Auf der Rückseite der Tür können wir nicht schlagen. Gut, dann sind wir hier erstmal fertig. Schauen noch mal hier ums Eck. Ah, da ist wieder so ein Instant-Tötungsportal. Kennst du noch jemanden, der Stimmen gehört hat? Ich kannte verzweifelte Seeleute, die, als uns die Vorräte ausgingen, ihren Durst mit Meerwasser stillten. Sie schworen, dass die Sirenen, boshafte Kreaturen, die von Inseln aus zu ihnen sangen, ihre Frauen und Töchter seien, die sie heimriefen. Sie steuerten uns auf die Riffe zu und brachten alle in Gefahr. Wie habt ihr sie geheilt? Wir warfen sie über Bord.
Oh, gut, dass ich kein Meerwasser getrunken habe. Stimmt's? Ja, das stimmt. Die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir. Ja, und ich wette, man lässt uns Vorsicht, hier Junge. Ganz einfach so reinspazieren. Die Brücke ist weg. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Okay, warten wir noch mal. Okay, die bleiben nicht lang genug stehen. Und der schon. Alter. Na komm her. Das ist nicht. So, weg da. Oh, hier können wir irgendwas drehen. Huch, was ist das denn? Können wir die Brücke von da unten ab? Gut, also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Aber was? Irgendwas, was denen nicht gefällt, jedenfalls. Hier, wenn man mit dem aufgeladenen Rechtsklick trifft, sind die gleich tot. Achtung, Feuer! Aber erstmal treffen. Bleib hier. So. Warum mögen die uns nicht? Wir gehören hier nicht hin. War das die richtige Richtung? So miteinander kombiniert, sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zur Sandschale. Ah. Aha. Alter, da ist noch ein Leben, das nehme ich noch mit. Was ist was? Okay, haben wir das Rätsel quasi aus Versehen gelöst? Wie hilft uns das jetzt, in den Tempel zu kommen? Vielleicht wieder mit Magie? Oh, sieht aber sehr cool aus. Vater, die Sonne und der Ring formen eine Alpenrune. Und was sagt die? Was wird gefragt? Ohne mich oder an mir? Den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Ja, Wasser ist damit gemeint. Junge. Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Hört er vielleicht irgendwie die Lichtalben und die Dunkelalben? Was passiert? Sieh mal, was wir gefunden haben. Sehr cool. Vater? Ja. Die Stimmen, die ich gehört habe. Sie waren schwer zu verstehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt.
Ringtempelgraben. Wie sieht anders aus? Sieh dir diese Hörner an. Du lachst hinter mich, Junge. Das kann nicht gut sein. Ja, sag bloß. Wenn man aus Versehen seine Fähigkeit einsetzt. Ich mag diesen Angriff. So, der ist weg. Da ist noch einer. Und weg mit dir. Die Mücken an die Wand gestochen. Aufgespießt. Okay, hier geht's viele Ecken. Was haben wir denn erstmal? Bestiarium Dunkelalben. Die Zeichnungen sind immer so cool. Anders als die Lichtalben aus Alfheim bevorzugen die Dunkelalben finstere Orte. Vielleicht wollen sie deshalb das Licht verdecken. Sie können fliegen und sind offenbar ziemlich schlau und gut organisiert. Mehr noch als die meisten unserer bisherigen Gegner. Ihre Waffen sind vielseitig und sowohl im Nahkampf als auch auf Distanz nutzbar, ähnlich wie Vaters Axt. Dunkelalfen greifen gerne gemeinsam an. Wenn Vater einen schweren Angriff landet oder pariert, kann sie das auseinandertreiben. Aha. Wenn wir es schaffen, die Dunkelalben einzufrieren oder zu schwächen, können sie sich nicht in der Luft erholen. Okay. Halte dich von den Käfigen fern. Warum sind sie eingesperrt? Da ist irgendwie eingesperrt. Lass mich raten, wenn ich das Rad da drehe, gehen hier die Türen auf. Mach dich bereit. Was? Mach dich bereit, Junge! Ups. Ja, es war ja nur der eine. Da ist noch irgendwie was. Was ist hier? Ich habe eine Idee. Ich kann das nicht hier durch. Gut. Ich komme hier auch nicht drüber. So, ich habe jetzt die Axt mal hier hingeworfen. Aha. Kann die also auch rufen, wenn eine Tür dazwischen ist. Aber hier, wie kriegen die lauter Runenangriffe? Schwerer Runenangriff, ein mächtiger Vorwärtshieb, der eine kleine vertikale Welle mit mittlerem Frostschaden verursacht. Wie bitte? Halten Sie gedrückt, um bis zu 3 Frostschadenswellen aufzuladen. Aha, Linie. Joa. Lass ich erstmal bleiben. Da ist wieder so ein Ding. Hier schwirren die ganze Zeit diese Mistmücken da rum. Da wünsche ich mir eine schöne große Fliegenklatsche. Und hier haben wir nochmal so Dinger, aber hier können wir nicht aufmachen. Ist ja schön, aber ich. Hier kann ich gar nicht rauslassen, selbst wenn ich wollte. So, da rechts können wir nicht lang, da müssen wir hier lang. Au. Ich mag diesen aufgeladenen Rechtsklick sehr gerne. Ja, komm doch her.
bekommen? Ja, dann halt so. Hier brauchen wir Runen. Ich sehe da drüben schon irgendwas durchs Gitter leuchten. Brauchen wir hier dieses Rad dafür? Was macht das? Den halt. Moment, da war so eine Rune. Okay, schon mal eine. So. Komme ich denn dann wieder oben dran? Aha, knifflig. Echt knifflig. Aber wahrscheinlich muss ich es ganz runterfahren, damit es länger dauert, bis es hochfährt, oder? Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. So komme ich auf jeden Fall an diese Rune oder an das Siegel. Haben wir jetzt hier Basis Offensivrüstung begünstigt Runenkraft Runenunterarmschienen. Aha. Gut, dann fahre ich das Ding noch mal ganz nach unten. Da müssten wir, glaube ich, die letzte Rune hinkriegen. Genau. Und dann holen wir uns wieder die Kiste. Sehr gut. Was gibt's denn wieder Feines? Ey, noch ein Apfel. Jetzt haben wir schon wieder ein Lebensupgrade. Nice. Ich mag schöne lange Lebensbalken. Die erfüllen mich mit Freude. Vor allem jetzt haben wir ja schon 6 von insgesamt 9 Äpfeln gesammelt. Spannend. Halt. Das war zu hoch. So, wo geht's denn hier hin? In Richtung Tod und Verderben, vermutlich. Du hattest vorhin Unrecht. Oh. Ich kenne Mutters Stimme genau. Wie war es? Sie ist tot, Junge. Sprich nicht mehr davon. Gut. Kratos, ist es okay zuzugeben, dass das Thema für dich empfindlich ist und dass du sie vermisst und ganz lieb hattest? Das darf man gerne sagen. Das verstehen andere Menschen. Wenn ich das hier drehe, gehen da die Käfige auf oder geht da nur diese Brücke nach unten? Da ist eine Kiste. Warum ist da eine Kiste? Und komme ich an die dran? Hä? Moment. Ah, so komme ich an die dran. Man kann es in Etappen nach unten fahren. Meins. Ist das zersplittertes Herz von Alfheim. Seltener Zauber. Reduziert jeglichen Schaden durch Angriffe von Dunkelalben um 12%. Her damit. Würde ich mal sagen,
Wir brauchen gerade nicht gar so viel Glück. Ich packe mir hier mal Dunkelalpenschadenabwehr rein. Ja, gut, dass ich diese Kiste gesehen habe, ey. So, Axtilein brauchen wir bestimmt gleich wieder. Ich denke mal, das sind Türen, aber es ist einfach hier nur so gut poliert. Jetzt nicht mehr. Ich habe nichts gesagt. Ja, dass ich immer dachte, da wären Türen. Egal. Ich war es nicht. Ich war nicht hier. Finger weg. Mach mich nicht aggro. Das werdet ihr noch bereuen. Niemand nimmt mir meinen Sohn weg. Wegfliegen ist unfair. Das gilt nicht. Wie komme ich da hin? Ah, hier kann ich klettern. Nein, ich kann nicht klettern, ich kann einfach die Wand einschlagen. Junge, aus dem Weg. Lauf, Junge! Du gib mir meine Axt wieder, die gehört mir. Mit deiner hässlichen Mütze da. Danke. Nö. Erwerben Sie Fähigkeiten. Ja, ich weiß, wie man Fähigkeiten erwirbt. Hier Dunkelalp-Krieger. Aha. Stärker als der durchschnittliche Dunkelalp. Schockwelle erzeugen. Kann man schwer ausweichen. Joa. Ich liebe unseren schönen langen Lebensbalken. Da kommen wir nicht dran. In die Richtung müssen wir. Deswegen gucken wir erstmal hier lang. Hier geht es nicht drüber. Und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Okay, das merken wir uns für den Rückweg. Hier können wir auch nicht lang. Da unten ist aber noch was. Das ist schon wieder so ein Ding. Das kann man doch dann bestimmt auch irgendwie mit diesem Lichtzauber benutzen oder so.